Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bei Miss Ma Painted. Mein Name ist Nadine und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte zu Beginn sagen, das ist ein Spoiler-Video. Wer es nicht sehen möchte, muss später gucken oder abwarten, bis die Bestellung kommt. Das ist nämlich das Mystery-Paket von Karat Art, von den Künstlern. Ich habe zwei Stück bekommen, eins mit Person und ein ohne Person. Und ich mache die jetzt mit euch auf. Also, wer es nicht sehen möchte, abschalten. Guckt es euch nicht an. Aber ich muss sagen, ich hatte ja die Mystery-Box von dem normalen. Da war ich ja etwas enttäuscht. Aber das hier, das ist schon echt nice. Das hat sich für mich gelohnt. Wir gucken rein. Ich kann so viel verraten. Es sind schon mal zwei runde Kits. Es sind zwei runde. Es ist eine, ja, ich sag mal so Landschaft angehaucht. Ja, eigentlich schon. Mitten aus dem Leben. Und eins mit einer Figur drauf. Sagen wir es mir so. So viel kann ich schon mal verraten. Wir fangen an und packen aus. Let the pleasure begin, sag ich nur. Das ist von Karat Art. Ja. Piece by piece. Just you and your masterpiece. So, das ist der Leitspruch von der Firma Karat Art. Wir haben den Karton, der ist in Plastik eingepackt nochmal. Den habe ich aber schon entfernt, die Plastik, falls es mal regnet. Wir haben hier eine Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert. Dann haben wir, was das alles beinhaltet. Bei den Künstlerbildern ist allerdings kein Toolkit dabei. Das kann ich euch schon mal sagen. Hier wird einfach ein bisschen gespart. Wir haben auch alles zu Hause. Und wenn du das brauchst, bestell dir das für 2,99 Euro, glaube ich, einfach mit dazu. Das ist kein Problem. Ich finde, es muss auch nicht zwingend überall ein Toolkit dabei sein. Ich finde es sogar ganz cool, wenn man es immer wählen könnte. Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Genau, das ist so der, hier haben wir nochmal das C für den Karat Art, da haben wir nochmal die Firma Karat Art. So, und hier ist der Vorderkarton nochmal. Auf diesen Endseiten haben wir dann immer nochmal obendrauf das Bild und ob es ein eckiges oder rundes Kit ist, wie groß es ist. Aber das zeige ich euch noch nicht, denn ich packe es immer aus, meine Lieben. Leinwand ist dabei. Hier haben wir ein Papier. Es ist nicht vorgeschnitten. Da braucht ihr vielleicht einen Stickermaker. Und wir haben die Farben. Und die Farben gucken wir uns jetzt zusammen erstmal an. Es sind wohl ganze 5 AB-Farben dabei. Wir haben Zipperbeutelchen. Hier ist schon einmal eine blaue AB-Farbe. Wir haben viele Blautöne, aber auch ein bisschen Orange und Türkis und rötliche Töne. Was könnte das wohl sein? Guck mal, Fliederfarben, Rosa. Hier auch noch einen gelben AB glitzern. Na, wir gucken uns das gleich noch mal an. Rot, pink. Ja, das könnte schon was werden. Ich habe das aus Zipperbeutelchen Painten jetzt gerade für mich entdeckt. Ich finde das eigentlich ganz cool. Wie mögt ihr denn das? Schreibt es mir mal auf. Ich halte es noch mal so ein bisschen, dass es nicht spiegelt. Ich finde das eigentlich total coole Farben. Es ist rund. Die Leinwand an sich ist jetzt nicht so flauschig. Sie ist abgesteppt, aber sie ist nicht flauschig. Und na, ich zeig's noch nicht. Ich roll das Bild mal auf und dann gucken wir es mal. Als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, so aber wenn ich es mir auf dem Bild, je länger ich mir das auf dem Bild angucke, desto mehr kann ich mich mit anfreunden. Ja, ich muss das dann painten, wenn ich mal Lust auf sowas habe, weil auch bei mir Landschaften
aus dem Leben Bilder, naja, das ist jetzt nicht so das, was ich bevorzuge, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, ihr Lieben, das ist nicht schlimm, weil irgendwann packt es mich und da denke ich mir so, hey, das ist so ein schönes Motiv für meinen Flur und dann painte ich das auch, ganz, ganz sicher. Also das ist jetzt nichts, was ich weggeben könnte, würde. Allerdings, wenn jemand sagt, hey, das gefällt mir und ich möchte gerne tauschen, können wir das auch gerne drüber reden und tun. Das kann man natürlich auch tun. Wir können auch untereinander Bilder tauschen. Also wenn es jemand haben möchte, zeigt mir, was ihr anzubieten habt und dann könnten wir darüber auch reden. Ne? Nur mal so. Gut, wir gucken uns die Leinwand an. Dum, 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 dum. Da ist das Bild. Und zwar, es ist ja ein rundes Kit. Dieses Bild heißt Laternen. Chinesische Laternen und ist von Rupa, die Künstlerin heißt Rupa. Rupa ist eine, ja, indonesische Künstlerin, die hat für sich so die Landschaftsbilder entdeckt und bringt mit satten Farben Bilder aufs Papier, auf die Leinwand oder eben auch zu Karatart, sodass wir sie nachbilden dürfen. Ja, wir haben Laternen im chinesischen Style. Wir haben hier ein chinesisches Häuschen, so typisch wie man es kennt, mit Wolken und Lichtern und einem Strauch davor. Jetzt kann ich euch auch auf dem Karton mal das Bild zeigen. Simsalabim, da ist es, so sieht es aus. Ne? Also es ist gerade so im Sonnenuntergang. Es ist 45 mal 65 und es sind rund, erkennen wir an dem R. Ja, es ist so ein typischer chinesischer Abend, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, ich habe erst gedacht, so, ist es meins, ist es nicht meins. Aber ich kann mir vorstellen, durch diese ganzen AB-Farben wird das richtig gut, wenn sie gut eingesetzt sind, gut rauskommen. Weil gerendert sind diese Laternen schon mal echt schön. Wir gucken uns das jetzt aber von nahen an. Ich nehme euch jetzt mit runter. Die Leinwand, wir haben zwei Legenden. Eine links unten, eine rechts oben. Oben haben wir dann nochmal das Bild und die Größe. Wir haben lizenzierte Artwork. Ja. Und wir haben hier nochmal einen Happy 10 Gutschein. Ihr könnt aber auch gerne meinen Gutschein nutzen, den ich euch unten nochmal mit verlinke. So, jetzt gehen wir runter und gucken uns den Druck mal an und die Steinchen. So, wir haben AB 310er, ein schönes Lila, die 208. Den finde ich auch ganz toll, so ein schönes Türkis, die 996. Wir haben die 318, ein grauer Abere, auch richtig schön, finde ich. Wir haben gelb, die 444 in AB und die 5200 in AB. AB-Steine sind Aurora Borealis Steinchen. Angelehnt an die Nordlichter, geschickt platziert, richtig, richtig gut. Dann kommen die richtig toll. So, wir gucken uns mal die Symbole an. Die Symbole sind eigentlich soweit ganz gut. Wir haben Zahlen, wir haben Buchstaben, wir haben Symbole, Kreise. Wir haben eigentlich also viele Ecken und Kanten. Pfeile, Striche, Wellen, Fragezeichen. Und ist eigentlich ziemlich cool. Ich sehe schon hier, fangen wir an mit dem AB 310. Und ich habe schon mal geschaut, die sind überall hier so in den Aufhängern von den Laternen und auch hier so ein bisschen mit verbastelt. Gelb
das gelbe Symbol, das ist alles hier, was hier so mit diesen zwei Querstrichen, also überall hier mit drin im Gelben, auch hier unten. Ich denke mal, das ist sehr, sehr gut eingesetzt. Die Weißen sind überall hier mit, wo die Sterne sind, also wirklich hier diese Haken. Ne? Diese Häkchen, da ist das mit drin. Wir gucken das Türkis. Das Türkis hat D996 und hat ein T, also überall hier ist das mit drin. Der Druck ist schön klar. Wie ihr sehen könnt, also hier sind schon so ein paar, wirklich so ein paar mit versucht, schön zu verteilen. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Der graue AB ist ein X. Da haben wir hier mit. Hier überall so am Rand. Hier so, seht ihr? Da ist das Grau überall hier mit eingebaut. Und dann haben wir noch das Lilane 208. Da haben wir die 2, das ist ein Symbol A. Das ist zum Beispiel hier ganz viel, hier mit drin, so in dem Hintergrund. Überall mal so ein bisschen mit verteilt, ne? Was mir allerdings aufgefallen ist, ich glaube, das wird mit Lightpad eine Herausforderung, also ohne Lightpad eine Herausforderung. Ich dachte ja hier, das ist alles eins. Nein, das ist nicht alles eins. Das sind alles andere Symbole. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist schwierig. Aber da sind Punkte mit drin. Nein, das geht. Man sieht so ein bisschen. Huiuiui, das wird eine Herausforderung, dieses Gebäude. Und ich glaube, das wird ohne Lightpad nicht gehen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn die Größe ist machbar. Das ist eigentlich eine schöne Größe zum Painten. Wer tauschen möchte, immer her damit. Ich bin immer offen für Vorschläge. Der kann sich gerne bei mir melden, bei TikTok oder Insta. Oder kann es auch mal drunter kommentieren, wie ihr dieses Bild findet. Aber jetzt packe ich mal mit euch das nächste Bild. Und das finde ich richtig toll. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ich habe es auch noch nicht aufgemacht. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. So, jetzt habe ich euch direkt mal ans Fenster geholt, damit ihr die Steinchen mal schön seht im Licht. Ich habe nicht mehr so das beste Licht, aber ich wollte es heute auch unbedingt drehen für euch. Schaut mal, so schöne Farben. Auch hier 5 AB-Farben, die hole ich dann auch gleich raus. Und wir gucken, wir haben viel Blau dabei, wir haben Rot dabei, Türkisteile, rosa AB, uiuiui. Und wie ihr seht, es ist wieder ein rundes Kit in Zipperbeutelchen. So, wir gucken uns jetzt das Bild an. Kommen wir zu Bild Nummer 2. Das ist eine kleine Naturhexe, die Tiere beschützt. An einer Vollmondnacht, voll süß mit dem kleinen Geweih und diesen Wimmelchen am Geweih. Sie hat rotes Haar, was im Winde verweht, ein Umhang um, ein Spitzenkleidchen, was man hier so ein bisschen sehen kann. Der Mond scheint, die Sterne leuchten. Ich bin so froh über dieses Bild. Ich finde es total schön. Ich finde es mega, mega schön. Muss ich ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt. Und was mir hier entgegenkam, hier war tatsächlich ein Toolkit drin. Es war ein Toolkit drin mit Wachs, Schiffchen und einer Pinzette und Squishy mit Stift zum Painten, Mehrfachsetzer und niemand kennt ein normales Toolkit. Wir haben hier 5 AB-Farben. Die gucken wir uns auch gleich an. Ich finde es schön.
Wie findet ihr es denn? Ich bin eigentlich ein bisschen hin und weg. Schreibt es in die Kommentare. Wie findet ihr das Bild? Der Druck ist wieder total toll. Wie gesagt, das Schwarz hier, da muss ich gucken. Das muss ich mit dem Lightpad machen. Also dieses ganze drumherum. Ich denke, das geht nur mit Lightpad. Ich bin sehr gespannt auf die Qualität von diesem Bild. Und ja, ich finde es auch süß. Ich finde das total niedlich. Mal gucken, wie die Augen so rauskommen werden. Gerendert finde ich es schön. So auch von den Haaren. Ich bin sehr gespannt. Das wird bestimmt mega, mega aussehen. Hier mit diesen Strähnen, mit diesen verschiedenen Rottönen, die so ineinander verlaufen. Finde ich absolut toll. Die Leinwand erkläre ich euch jetzt nicht nochmal. Das habe ich ja schon getan. Wir gucken uns die AB-Farben an und wo kommen die hin? Ich wollte euch das Bild jetzt nochmal so zeigen. Also das ist das Bild, ja. Und es ist von Svetlana Dolbyscheva. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Magische Mondnacht, ne? Das ist sie malt schon seit frühester Kindheit solche schönen, niedlichen Figuren und hat auch Kunst studiert. Ihr Hauptfach war Keramik, ja. Und dann hatte sie auch ein Digitalzeichnen-Brett bekommen und seitdem malt sie auch digital. Ist eine russische Künstlerin, was ich so gelesen habe. Aber ich finde es schon schön, guckt mal. Ich finde es toll. So von den Farben. Ich habe es jetzt nochmal anders hingelegt, dass man es nochmal anders vom Licht her hat. Aber so von den Haaren her, das Rendering ist echt genial, ne? Wow, ich finde es toll. Gut, wir gucken die AB-Farben an. Wir haben wieder die 318, also ein Grau. Die 210, das ist so ein schönes Pink, Lila, nein, Rosa. Rosa, ich und Farben. Die 666, das roteste Rot, was wir haben. Dann haben wir wieder so ein schönes Türkis und einen weißen AB. Sind nicht so ganz viele, aber ich denke, gut platziert. Fangen wir mit dem Weißen an. Der Weiße ist hier wieder so ein Symbol. Also überall, wo es komplett auch hier weiß im Bild ist. Diese Sterne, ne? Überall. Hier auch in den Augen sind vier verbaut. Da haben wir ABs mit drin. Ich bin so gespannt. Wirklich gespannt, wie das rauskommt. Die 666, das Rot ist das Plus und das Plus ist überall in den Haaren mit verteilt, würde ich mal so denken. Ja, überall seht ihr hier in den Haaren ganz geschickt mit verteilt, so einzelne Strähnen. Der Druck, ihr seht auch, der Druck ist super. Richtig gut. Ja, toll. Was haben wir noch? Die 996. Da haben wir das F. Das ist hier in den Augen mit drin. Also haben wir schön was in den Augen. Hier oben haben wir auch noch einen weißen Ebi mit versteckt. Also richtig toll. Dann haben wir die 210. Das ist so ein bisschen wie so ein L gemacht. Das haben wir hier mit so am Rand in der Wangenröte. Und hier unten so ein paar mit ganz hauchzart und fein eingebaut. Die 318. Haben wir. Die 318. Ah, hier unten haben wir das mit in diesen Scheinen. Ich weiß gar nicht, Gras kann man dazu gar nicht sagen. Na? Weiß gar nicht. Na doch, es ist Gras im Nacht. In der Nacht. Es ist Gras in der Nacht.
Und der Türkise, den hatten wir ja schon. Die sind hier mit um die Augen verbaut. Genau. Dann haben wir's, meine Lieben. Dann haben wir das. Sagt mir, wie findet ihr das Bild? Ich finde es toll. Also auf das freue ich mich mega. Das würde ich auch nicht tauschen wollen. Und dann hier oben haben wir auch noch mit Abys in diesen Glöckchen ums Geweih. Schön, ich freue mich da auf dieses Bild. Würde am liebsten gerade so anfangen. Wenn ich das hier so liegen habe, würde ich es am liebsten anfangen. Ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder ein Like. Dann verpasst ihr keine Videos, wenn ihr auch die aufs Glöckchen drückt. Ich mache das hobbymäßig. Das ist hier nichts Professionelles. Verzeiht mir, wenn es mal wackelt, wenn ich mich mal verspreche. Herrgott, ich zeige euch Videos. Lasst euch teilhaben an meinen Bildern, die ich so bekomme. Ihr werdet es mir verzeihen. Ich mache das wirklich nur. Nicht um mich zu bereichern, sondern wirklich als Hobby. Und ich freue mich über jeden lieben Kommentar. Ihr könnt gerne mal bei TikTok reinschauen. Ihr könnt auch bei Instagram, obwohl bei Instagram passiert nicht so viel, eher bei TikTok oder hier auf YouTube, würde ich mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Unboxing. Tschüss.